Gedicht. Das Grünkohlessen unseres Vereins hat Tradition. Seit einigen Jahren treffen sich Vereinsmitglieder schon in der Vorweihnachtszeit Grünkohl zu genießen. Auch in diesem Jahr konnten sich viele zur Teilnahme am Essen entschließen. Grünkohl wird als Gemüse schon seit ca. 400 vor Christus genannt. In Herford wurde er besonders durch Anton Brücknach bekannt. Dieser Gönner hat der Jakobikirche einen Großteil seines Vermögens vermacht. Daran wird nun seit 1590 am 1. Dezember Donnerstag den Marburger Kohlfest gedacht. Grünkohl, dieses Gemüse scheint zu beflügeln die Fantasie. Denn man stelle sich vor, 2003 gründete man in Oldenburg sogar eine Grünkohlakademie. In Griechenland glaubt man mit einem Grünkohlessen den dicken Kopf nach ausgiebige Trinkgelage zu mindern. In anderen Ländern meint man mit diesem Gemüse Krankheitsfolgen zu verhindern. Ob dazu die deftigen Beilagen wie Kohlwurst, Kassler und Bauchfleisch auch tragen wollen, wir nehmen es mal an, verfallen deswegen nicht in Grübelei. Wir wissen, dass der Grünkohl schmeckt richtig lecker erst nach dem ersten Frost. Den hatten wir. Also lasst uns das Essen genießen. Ich sage guten Appetit und beim Bierchen Prost! Ja, danke schön, lieber Herr Gahr. Das war ja wirklich sehr nett.